Eine Maxi-Rübe, seltene Knoll, die auf sonnigen Wiesen wächst. Als Kochzutat füllt sie die Herzen über das Maximum hinaus auf. Ist das Hammer. Da oben. Heb, heb. Ab. Dong, 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 dong. Sportling. Wird es mich wohin? Oh, oh. Oh, no. No, 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 no. Ah, hier. Wir haben jetzt zwei Feen. Sehr praktisch. Kann man die auch als Kochzutat? Nee. Wäre ein bisschen fies, einfach die Feen. Einfach reinwerfen. Ich bin eine Fee, ich helfe dir. Ja, ja, geh mal in den Topf. Okay. Trinken. Gib's dir dreckig. Sehr gut. So. Mein Böckchen. Nein, 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 nein. Musst du dich denn jetzt genau bewegen? Mist. Er ist nicht tot. Geh mit. Ja, hier. Mein Pfeil. Heil. Da. Den kriegen wir. Ich will wissen, was die für Fleisch geben. Oh nein, sieht das schön aus hier oben. Hingerannt. Hä? So weit kannst du nicht sein, oder ist er einfach hier straight den Berg runter gejumpt? Westtor des... Nee, der Kanelestraße. Wie sind wir denn auf der Karte? Ah, mal wieder leicht vom Weg abgekommen. Aber das ist ja auch der Weg, den ich dann beschreiten will. Wir wollen ja dann dorthin. Also ist das... Schon mal richtig hier. Aber ich frage mich trotzdem, wo sind die denn hin? Die Tierchen. Habe ich wohl verpasst. Naja. Aber ich wollte eigentlich noch in Kakariko ein bisschen erkunden. Vielleicht noch Leuten helfen. Anderen Eisenhammer nehmen. Für euch nehme ich aber nicht den Eisenhammer. Für euch nehme ich das hier. Was ist das denn? Wächterschwert mit Level Up. Verstärkte Version. Bumm. Zack. Ich weiß immer noch nicht, was ich mit dem Gelee genau machen soll. Aber sei es drum. So, noch ein Diamant. Nee, nur ein Feuerstein. Aber egal. Der Feuerdungeon da drüben. Ich meine den Vulkan. Der sieht auch schön aus. Was muss es doch hier noch geben? Ganz schön steil, Link. Nein, nicht Link. Link, Link. Du sollst rennen, nicht die Waffe ziehen. Ich weiß, ich tippe andere Knöpfe. Wie jetzt? Hä? Ist das eine Ziege da oben, oder? Whatever. Als allererstes holen wir uns den Fuchs. Nein! Oh, der ist auch nicht mit einem Schuss tot. Unglaublich. Komm, Link. Link nach unten. Nein. Oh, Link, ziehst du den hin? Jetzt aber. Nein! Oh, da macht dann. Ganz ruhig, Link. So. Was kriegt man denn von dem Füchslein? Ah, wild, okay. Schöne Blumen. Ganz viel nichts. Regnet. Bogen hat sich mal wieder verabschiedet. Ne, die leuchten alle noch. Na dann.
Auf mit dem Reisebogen. War denn das Ding, was ich da gerade eben noch auf dem Berg sah? Ah, da. Wirklich ein Bock. Vielleicht sind das ja die. Komm, denk noch ein bisschen näher. Nein, nein. Nein. Link. Link, er kommt auf uns zu. Komm. Mit der Fallsteuerung komme ich echt noch nicht. Ja, ich bin ein Noob mit dem Bogen. Wie man das ja sieht. Krabbenburger mit Quallengelee. Ja, das könnte man kochen. Aber ich weiß nicht. So ein Glibber im Essen. Aber das hat man das letzte Mal ausprobiert. Das war nicht so der Renner. Noch ein Fall hier. Böckchen. Kannst mir nicht entkommen. Vielleicht schon. Aber ich sag dir das nicht. Regnet ganz schön doll. Der Regen meine Geräusche dämpft. Naja. Dann ist der halt weg. Leben und leben lassen, würde ich sagen, ne? Genau, bitte rennen, Link. Weil klettern ist jetzt nicht so, wenn es regnet. Mist. Nein, 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 nein. Na, komm. Es wird kälter. Weil ich höher kletter oder wegen der Kälte des Regens? War alles noch gut. Alles, oh. Das da wäre höher. So. Wir gucken mal durch das Fernglas. Markieren den Turm, gucken jetzt auf die Karte und sehen, nein, der liegt im anderen Gebiet. Gut. Dann Markierung löschen. Ich will gern wissen, wo hier der Turm ist. Weiter nach rechts. Da wird er nicht sein, oder? Oder das? Und quasi mit dem Pad selbst nochmal steuern kann. Ah doch, das ist der. Und da gibt es nochmal diesen Schrein, den wir auch noch gefunden haben. Ja, aber erstmal zurück nach Kakariko. Ah, da ist der Schrein und da ist Kakariko dann. Der Rächer aus der Lüfte. Oh, was ist das? Noch ein Schrein? Hä? Was ist das? Das Ding ist doch bestimmt... das Teil, wo dieses, dieses Kugelding von den, was wir da gesehen haben, was ich nicht anfassen durfte. Hier kommt das bestimmt rein. Aber Schleichling. Wundersamer Pilz, der im Dunkeln leuchtet. Als Kochzutat steigert der Wirkstoffe im Hut die Konzentration. Ja, lautlos sprechen. Okay, da müssen wir reinmachen. Hä? Uff. Weiter noch. So. Das ist nur die große Frage. Wie überzeugen wir den Impa oder Papaya? Paya. Dass wir das Ding nehmen dürfen und da reinstecken dürfen. Ich denke mal, ich sehe Insekten. Und wenn ich sie nicht sehe, dann fliegen sie einfach vor mir weg. Gut. So, wo sind wir hier jetzt? Im Wasser sind wir jetzt. Genauso, wie wir das gewollt haben.
Also, während des Laufens nicht umgucken, sonst so leicht dahin zielt. Müssen wir ja irgendwie jetzt wieder zum Dorf kommen. Jetzt nur die Frage, wo wir da rauskommen. Wir müssen den Stein ja auch wahlweise wieder hier hochbringen. Ding. Hier könnte man runter. Was ist das dann? Ach, das ist die Quelle der Fee, oder? Ja. Da wollen wir nicht hin. Guck mal, was da drüben ist. Genau, alle Sorgen im Sorgenbuch beseitigen. Das war ja unser Ziel. Ah, hier. Das ist auch wirklich so ein richtiger Eingang. Achso. Das ist derselbe Eingang wie zur Heiligen Quelle. Nur, dass man dann hier rechts hochgeht. Da war ich schon mal nahe dran, da hinzugehen. So. Und so blickte ich über das Dorf Kakariko und sah, dass es ein gutes Dorf war. Voller Sorgen. Und genügend Rubies. So, wo fangen wir denn an? Genau, erstmal versuchen wir jetzt mit Paya zu sprechen. Bang. Dongs. Hey, Paya. Link. Wie geht es euch? Kann ich euch irgendwie behilflich sein? Das Juwel wäre jetzt natürlich das zu genauere. Dieses Dorf. Unser Stamm, die Shika, wir sind ein Geheimbund, der stets im Dienste des Könighauses von Hyrule stand. Doch vor 100 Jahren wurde die Königsfamilie durch die große Verheerung ausgelöscht. Unser Stamm verstreute sich daraufhin in alle Winde. Leider gibt es nicht wenige, die gar an die Treue geschworen haben. Sie nennen sich Jiga und ermorden alle, die es wagen, sich gegen Ganon zu stellen. Die werden ja wahrscheinlich ultra hardcore sein. Die Ultra-Elite-Gegner. Seit ihr erwacht seid, Link, seid ihr ihnen natürlich ein Dorn im Auge, natürlich. Vor allem wissen sie auch davon, dass dass Link irgendwo abgestellt wurde, um wiederzukehren, weil die kennen ja natürlich auch die ganzen Geheimnisse der Shika. Ist ja das große Problem. Sie werden auch vor den schändlichsten Methoden nicht zurückschrecken, um euch umzubringen. Wow. Ich wünschte, ich könnte euch irgendwie unterstützen. Kutura, die große Fee, habe ich schon getroffen. Jetzt wissen nur noch wenige, dass sie existiert, aber dieses Dorf entstand ursprünglich unter ihrem Schutz. Kuturas Magie kann dich beschützen. Es kann nicht schaden, sie einmal aufzusuchen. Die große Fee lebt hinter dem Schrein des Dorfes. Sie wird euch sicher helfen. Ja, das habe ich schon gesehen. Wenn ich euch irgendwie hier dienlich sein kann, ja. Du! Ich? Ihr wollt etwas über mich wissen? Habe ich sie voll aus dem Konzept gebracht. Ja, irgendwo. Also, mein Name ist Paya. Ich habe ein Muttermal in Form eines Papaya-Samens. Deshalb habe ich den Namen Paya erhalten. Ultra kreativ. Wo ist das Tattoo? Ja, also, das... Link! Lass es doch darauf. Jetzt möchte ich es noch mehr. Irgendwann werde ich eure Fragen beantworten, aber bitte gebt mir ein wenig Zeit. Wenn ich euch irgendwie dienlich sein kann, so nicht an mich abzureden. Wow, ja. Das ist ganz schön edgy heute. Dieses Juwel. Dieses Juwel hat eure Neugier geweckt. Es ist die Aufgabe unseres Stammes, es zu beschützen. Dem von Juwel Auserwählten wird der Segen der Alten gewährt. Der Segen der Alten ist natürlich geil, den nehme ich. Diesen Leitsatz gibt es bei uns. Es gibt uns jede Mutter. 3, 2, 1. Diesen Leitsatz gibt bei uns jede Mutter an ihre Tochter weiter. Zusammen mit dem Juwel selbst. Es ist sozusagen unser Familienschatz. Wir wissen nicht, was es bedeutet. Der vom Juwel Auserwählten. Wer könnte das vielleicht? Ich? Wenn ich euch irgendwie... Hallo? Ja, ich. Gib mir Juwel. Oh nein, du erzählst mir nur nochmal dasselbe. Ja, danke schön, danke schön. Nein, danke. Ich wünsche euch viel Glück. Darf ich jetzt ankrabbeln? Nein, ich will nicht mit dir... Ein paar Jahre.